mijn verblüfft vor, und der hat ja alles gesagt. Na, muss mich schießen, sind wir schon nervös? Ich hab gesagt, dann sollte ich nervös sein, ne? Ja, zur Moderation krieg ich schon hin, ne? Ich meine, Sie müssen wissen, ich war schon öfters auf solche Vernissagen, ne? Also, ja. Und dann hat er gesagt, das macht nichts. Was bestimmt, irgendwann ist die Wasser- oder gesagt, Feuerprobe. Die Feuerprobe in Scheins. Und springen Sie ins kalte Wasser, nein, geht's ins Feuer. Für mich. Gut, habe ich gesagt. Aber wer wird das mit mir machen, kann das doch nicht alleine bestreiten. Man hat es die Grenzen, ne? Ich muss zugeben, wir haben es geprobt. Es geht leider nicht viel besser. Aber vielleicht noch ein bisschen, so geht's schon. Und Stiefmüll verlaten, kultivieren mein Garten, in Schardinieren, Koniferen. Auch der Jasmin tut bei mir blühen, drauf du et Leis vermehren. Mein kleiner grüner Spurstrumpf, den hab ich am Klosett, holri, holra, versteht. Ja, wenn sieht man,
So. Hupstamm. Ja, da unten, ne? Ja. Das heißt nicht Klara Postische, das heißt Klaus Podierski, für den, was ich da stehe und für den ich einfach Klaus. Ja, so, da! Sie werden sich vielleicht denken, ist das moderne Kunst, was der Herr Klaus macht? Die Frage kann man haben, natürlich. Man hat viele Fragen im Leben, die man vielleicht nicht eindeutig beantworten kann. Es ist natürlich, Sie sehen ja 2000, das ist natürlich moderne Kunst, aber, ja, so, das ist, der Herr Klaus ist ja, hat ja einen Zwillingsbruder, ne? Das ist der Herr Hans, der wird nämlich auch jetzt demnächst 45. Ja? Und zwar heute in einer Woche. Nein, wird es nicht für möglich halten, aber die zwei aus Sicht, ne? Den Herrn Hans und den Herrn Klaus, sie schauen sich ja aus. Sie schauen ja aus. Sie gleichen sich wirklich so wie ein Auge dem anderen. Wie ein Ei dem anderen, genau. Schauen Sie, da wird er glauben, das ist wie ein Spülbild, ne? Aber nein, in Venedig bei der Biennale, wo der Herr Klaus und Riese die neuesten Sachen auch anschauen, dann muss man ja am Laufenden bleiben. Wollen Sie noch sowas in die Hand nehmen? Oh, Mrs. Pospisil, you are my oldest tree. Oh, Mrs. Pospisil, you're my oldest tree. Oh, Mrs. Pospisil. Oh, Mrs. Pospisil, I love you so. And you should know. Oh, Mrs. Pospisil, you are my oldest tree. 45. Yes, my oldest tree. Auch du bist ein Licht, das alles ist. Oh, Mrs. Pospisil. Oh, Mrs. Pospisil. I love you so. And you should know. Buffet zum Essen und eins zum Trinken. Wenn Sie Hunger haben, da. Wenn Sie Durst haben, da. Und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Vernissage. Also, wo soll ich noch weitergehen? Schauen Sie die Bilder an. Wenn jemand ein Bild so ganz besonders mag, gell, schon vorher zu mir kommen. Ich habe eine volle Autorisation. Ich darf also auch Geschäfte abwickeln. Sonst. Entweder Sie rufen mir, oder ich bin auch unterwegs, oder Freunde von mir, die sagen mir das dann schon. Ja, und dann dürfen Sie sagen, dieses Bild zum Beispiel, das möchte ich haben. Aber es kann auch ein anderes sein. In dem Sinne, ich habe einen guten Abend, hat mich sehr gefreut, und wir haben